Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Team Improve Fitness Podcast Episode. Heute haben wir die Lilly zu Gast und ja, ich bin auf die Lilly aufmerksam geworden, wo mir eine Athletin, die ich früher betreut habe, mir geschrieben hat. Und dann habe ich so ein bisschen auf Instagram das Ganze bei ihr durchstöbert, so ein bisschen gestalkt, was du so machst. Und bin auf dich dann gestoßen mit deiner Geschichte, was ich sehr, sehr interessant finde. Deswegen habe ich dich hier in den Podcast eingeladen. Erstmal, wie geht es dir, Lili? Alles gut soweit? Hi, ich freue mich, hier zu sein erstmal. Ich habe auch selber schon damals deine Folgen immer gehört. Deshalb natürlich umso cooler, dass ich jetzt selber hier sein darf. Mir geht es sehr gut. Ich habe eben noch einen kleinen Morning Walk gemacht. Und ja, das Wetter muss man hier ja auch ausnutzen in Deutschland. Boah, gerade ist ja mega Kaiserwetter, kann man. Also ich war auch heute Morgen joggen, mega schön. Ja, also voll schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch jetzt heute ist ein Feiertag. Ist bei euch auch Feiertag, oder? Ja. Ja, ist bei euch auch Feiertag. Also am Feiertag nehmen wir natürlich Podcasts auf und ist schön, dass du die Zeit genommen hast und auch darüber reden willst. Ist auch sehr ein sensibles Thema, würde ich sagen. Aber auch, ich denke, wir können da in dieser Episode sehr viel Mehrwert geben für die, die vielleicht auch betroffen sind oder in einer ähnlichen Lage sind. Genau, aber vielleicht fangen wir damit am besten an, dass du dich mal kurz vorstellst, dass die Leute, die dich noch nicht kennen, so wissen, was du so machst. Ja, ich bin Lilly, ich komme ursprünglich aus der Eifel, vom Ruhrsee, vielleicht sagt das ein paar Leuten was. Bin dann aber 2021 für meine Ausbildung zur Bankkauffrau nach Aachen gezogen. Und aktuell bin ich jetzt im letzten Lehrjahr von meiner Ausbildung und habe seit Anfang des Jahres zusätzlich noch mit dem Online-Coaching angefangen. Und das ist dann auch der Plan, das weiter aufzubauen. Sehr schön. Ja, wir haben so ein bisschen auch eher schon mal drüber geredet, dass du da auf jeden Fall den Leuten auch so weiterhelfen möchtest. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, das bedeutet also, du machst deine Ausbildung, dann machst du ja auch deinen Sport, also machst du ja auch, sag ich mal, Bodybuilding, kann man so nennen. Ja. Genau, also machst du auch Kraftsport und ich habe mal dich irgendwo einen Post gesehen von James von Team Atlas, aber mir war da gar nicht bewusst, dass du aus Deutschland bist. So. Also nur so das Bild gesehen, okay, krass, weiter geswiped. So, ne? So ja. Bei James, okay, krass Athletin, okay, weiter swipen. So. Und ja, bei dir war ja auch eine unglaubliche Transformation zu sehen. Aber da ist halt eine Geschichte dahinter. Und darüber wollen wir jetzt als erstes reden. Es war ja nicht immer so. Also du hast jetzt nicht mehr diesen muskulösen Körper gehabt. Und zwar hattest du ja, man kann schon sagen, wie eine Magersucht in der Richtung. Oder wie würdest du es bezeichnen? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass eine Form der Magersucht da war. Da gibt es ja ganz verschiedene Ausprägungen. Also bei mir war es jetzt nicht so, dass ich tagelang nichts gegessen habe und dadurch irgendwie ins Krankenhaus gekommen bin. Aber es war schon so, dass ich eine Zeit hatte, wo ich mich runtergehungert habe, würde ich sagen. Es gar nicht so richtig selber wahrgenommen habe, dass ich immer dünner geworden bin, was ja auch schon für so eine gestörte Selbstwahrnehmung einfach spricht. Und ja, genau so hat sich das bei mir einfach ausgewirkt, dass ich sehr wenig gegessen habe und es einfach nicht so wahrgenommen habe, dass ich immer dünner geworden bin. Die Leute um mich herum haben mir das natürlich immer wieder gesagt, meine Eltern, auch Leute aus dem Freundeskreis. Aber sowas will man in dem Moment natürlich auch nicht hören. Wenn man selber auch nicht so richtig sieht, dann weiß man das auch alles von sich ab. Hattest du damals irgendwelche Vorbilder? Als ich so dünn war, also Leute, die ähnlich dünn waren. Ja, oder halt, vielleicht war es gar nicht dein Ziel, so dünn zu sein, aber vielleicht hattest du Vorbilder und dann hast du vielleicht mit dem falschen Ansatz bist dann dahin gekommen oder in die falsche Richtung. Ich habe mir schon immer so Victoria's Secret Models und sowas angeschaut, generell eher so in die Model-Richtung, die natürlich auch alle sehr dünn waren. Nicht so dünn, wie ich es damals war, aber wie gesagt, ich habe mich halt selber nicht als so dünn wahrgenommen. Und das war schon auch eine Zeit lang mein Schönheitsideal, so dünn zu sein. Ich fand dünne Körper einfach immer schöner. Und ja, ich
Ich weiß nicht, ob mich das so dahin getrieben hat, in dieses Extrem, wo es war, aber auf jeden Fall denke ich, dass es mich dazu verleitet hat, insgesamt eher auch meinen Körper in der dünneren Variante als schöner zu sehen. Ich denke auch, das ist ja auch immer so ein gradualer Prozess. Also du bist jetzt nicht von heute auf morgen 10 Kilo leichter, sondern es passiert dann nach und nach. Weißt du noch, was du damals gewogen hast, wo du angefangen hattest mit dem Abnehmen und was du am Ende gewogen hast? Wie viel waren das ungefähr? So am Anfang würde ich sagen, habe ich so um die 47, 48 Kilo gewogen und war dann beim tiefsten Punkt bei 36 Kilo. Und Genau. das bei 1,68 m. Ja, also schon, du warst ja schon vorher schlank und dann warst du halt super, super, super dürr, ne? Also mit 36 Ja. Kilo. Weil es ist dann wirklich, wenn man so im BMI auch schaut, ist es ja, also ne, ich weiß, der BMI ist ja nur so für die Generalbevölkerung, für die generelle Bevölkerung ja gedacht. Das ist nicht für Kraftsportler. Aber man kann sich ein bisschen danach orientieren und unter 18,5 ist auf jeden Fall Untergewicht. Und das sind halt weit darunter. Und was waren da, gab es da irgendwelche Symptome für dich, die negativ waren in der Zeit, wo du so tief warst mit dem Gewicht? Wie es dazu gekommen ist. Das hat angefangen, als der, ich glaube, es war der erste Corona-Lockdown, als der kam. Zu der Zeit habe ich noch studiert hier in Aachen und das hat auch alles ganz normal angefangen, dass ich am Anfang noch die Vorlesungen hatte und ja, ein ganz normales Studentenleben quasi hatte. Zu der Zeit habe ich halt noch in der Eifel gewohnt und da muss man wissen, dass da, ja, da ist halt einfach nichts und da kommt man auch nicht so gut weg. habe dann, als die Online-Studienzeit begonnen hat, nur noch in meinem Kinderzimmer gesessen mit dem Laptop und musste mir halt selber irgendwie eine Struktur in meinem Tag geben. Und dann habe ich mich halt so in dieses extreme Sport machen, auf Ernährung achten. Da habe ich mich halt so reingestürzt und habe dadurch einerseits irgendwie meinen Kopf zusammengehalten, dadurch, dass ich halt einen geregelten Tagesablauf hatte. Auf der anderen Seite ist es halt zu sehr ins Extreme gegangen. Und dadurch kam das dann so. Und ja. Ich denke, das ist so die Ursache gewesen. Was es dann natürlich nicht besser gemacht hat, war, dass ich dann mit meinen Eltern auch irgendwie in Konflikte geraten bin dadurch, weil die natürlich gesehen haben, was da gerade mit mir passiert und irgendwie versuchen wollten, mir zu sagen, dass das nicht gut ist, was gerade passiert, dass ich da wieder rauskommen muss. Ich habe es aber selber nicht gesehen und wollte es von ihnen auch nicht hören. Deshalb hat das in dem Moment halt auch eher zur Verschlechterung geführt, würde ich mal sagen. Ist es dann vielleicht auch so gewesen für dich und vielleicht für andere, dass wenn man so in dieser Phase ist und man verliert Gewicht, man sieht sich nicht mehr richtig, dass man schon irgendwo ein bisschen auch stolz darauf ist, weil es ja deine Arbeit. Und dann kommen andere und reden dir ein, so nein, das ist jetzt nicht gut, was du machst. Ja, es war schon so, dass das am Anfang, wenn man dann gesehen hat, dass die Muskeln mehr rauskommen, dass man abnimmt, dass das für mich natürlich irgendwie so ein Push war, noch weiterzumachen. Ja, wenn dann die anderen Leute gesagt haben, du wirst viel zu dünn, aber man es selber nicht sieht und er selber in dem Moment noch stolz darauf ist, dann weist man das natürlich noch mehr ab. Ja, das ist ja, denke ich, auch so eine Abwehrreaktion. Irgendwas will die Eltern oder irgendjemand sagt ja so, nein, das ist aber jetzt nicht gut. Und du hast ja deine Ziele eigentlich. Und steckst ja auch Arbeit rein, aber ja, man sieht dann vielleicht in dem Moment auch gar nicht, dass es in die falsche Richtung geht. Wann war das dir dann, also bevor wir auf die nächste Frage gehen, wann war es dir bewusst, welche Nebenwirkungen oder welche Symptome hattest du dann? Hattest du irgendwelche Symptome von dem Untergewicht? Lange Zeit würde ich erstmal behaupten, nicht wirklich. Aber da das Ganze so über
ja schon 2, 2,5 Jahre ging, habe ich das natürlich irgendwann schon gemerkt. Ich hatte auch irgendwann so eine Zeit, wo ich dann nur noch abends gegessen habe. Dann war ich den ganzen Tag auf der Arbeit und habe vielleicht so eine 250 Gramm Meloneschale gegessen und das über den ganzen Tag. Dann habe ich abends noch, bevor ich gegessen habe, habe ich noch Sport gemacht. Und das hat man natürlich schon gemerkt. Also ich war extrem müde und hatte halt auch keine Kraft. Mir war immer kalt, extrem kalt. Und ja, vielleicht so ein bisschen, wie sagt man so, Brain Fog. Also einfach, dass alles so ein bisschen vernebelt war in Ja, meinem Kopf. vernebelt. Ja. Ja, das ist also praktisch Energielosigkeit und dein Gehirn kann ja gar nicht mehr richtig funktionieren ohne Kalorien, ohne, vor allem ohne Zucker. Wir wissen ja, dass der Körper so circa 100 Gramm Kohlenhydrate, aka Zucker, braucht am Tag, damit überhaupt das Gehirn richtig funktionieren kann. Alles, was drunter ist, wird dann schon ein bisschen schwierig. Da muss der Körper schon ein bisschen über Ketonkörper ausgleichen und sonst funktioniert es einfach nicht. Und trotz allem, das finde ich immer beeindruckend. Also ist zwar jetzt kein Beispiel für uns, ne, weil wir sagen ja, wenig Essen ins Training, aber dass man es trotzdem dann schafft, den Alltag zu bewältigen irgendwie und dann noch ins Training ohne Essen zu gehen, das ist schon crazy. Da muss man ja irgendwie, da muss dann dein Kopf in dem Moment ja irgendwie ein Ziel gewesen sein oder irgendeine Motivation, oder? Irgendein Ehrgeiz, das durchzuziehen. Ich hatte halt immer, dieser Sport war schon immer so meine Leidenschaft. Und ich wollte natürlich auch immer Muskeln aufbauen. Mir war auch, also eigentlich war mir bewusst, dass das nur geht mit Essen. Also ich hatte das Wissen. Mir war auch bewusst, dass es nicht gut ist, keine Kohlenhydrate zu essen, und all das. Aber bei sich selber ist es so schwierig, manchmal das selber anzuwenden. Also hätte mich jemand nach Rat gefragt, hätte ich der Person niemals gesagt, ja, iss einmal am Tag. Und das ist ganz komisch. Deshalb nehmen sich ja Und nochmal selber einen Coach. Ja, jetzt höre ich dich Und gerade plötzlich viel, viel besser. Ich glaube, deine Kopfhörer haben sich verbunden. Kann das ja, sein? habe ich gerade auch Okay. gemerkt. Jawohl, wir haben es geschafft. Jetzt nach einer halben Stunde, die Kopfhörer haben sich verbunden. Aber jetzt Ich höre ich höre dich nämlich dich. jetzt auch besser. Ja, okay. Sehr gut. Ist auch gut für die Zuhörer, weil, dass ihr Zuhörer das wisst, wir haben es vorher oft probiert, das zu verbinden, hat nicht geklappt. Gut, jetzt funktioniert es. Ja, das ist ja, das finde ich auch immer so interessant. Das ist genau das Gleiche mit Übergewichtigen. Viele Übergewichtige, die viele Diäten probiert haben, die kennen sich mit Ernährung so gut aus. Ich brauche denen gar nicht erzählen, was ist Eiweiß und was brauchst und so weiter. Und genauso in die andere Richtung, wenn man jetzt Untergewicht hatte, eine Essstörung oder so, diese Menschen, so war es ja bei dir auch. Du wusstest ja, ich brauche Eiweiß, ich brauche Kohlenhydrate, um zu trainieren, um leistungsfähig zu sein, Regeneration anzuregen. Und trotzdem Wissen hast du aber nicht umgesetzt. Gab es da auch irgendwie von dir aus Ängste, zum Beispiel Kohlenhydrate zu essen? Hattest du irgendwie eine Angst? Ich hatte jetzt nicht wirklich Angst, was Kohlenhydrate angeht. Ich würde eher noch sagen, dass ich so ein bisschen Angst vor Fetten hatte. Ich habe auch eine Zeit lang irgendwie 1,5 Kilo Haferflocken am Tag gegessen. Habe in der Zeit dann trotzdem nicht zugenommen. Aber vor Kohlenhydraten hatte ich jetzt nicht so richtig Angst. In der Zeit, als ich mich so runtergehungert habe, bis ich an dem Punkt war, wo ich so dünn war, da hatte ich eigentlich Angst vor allem außer Eiweiß. Also da hätte ich am liebsten nur Eiweiß und irgendwie Salat oder Gemüse gegessen, wenn meine Mutter mir nicht jeden Tag am Tisch gesagt hätte, Lilly, nimm noch ein paar Kartoffeln. Ja, aber später dann mehr vor Fetten. Ja, vielleicht auch so, wenn man überlegt, ja, Fette haben ja mehr Kalorien und können halt, das wissen wir auch, die Thermogenese, also die nahrungsinduzierte Thermogenese ist ja bei Fetten viel, viel niedriger als jetzt bei Kohlenhydraten. Das weißt du natürlich. Du Ja. nickst nämlich gerade. Und das ist auch so, glaube ich. Ich glaube, das sind alles so Gedanken, die man dann im Moment hat, oder? Wie kann ich denn so essen, dass ich eventuell noch weniger aufnehme an Kalorien? Ja, also zu dem Zeitpunkt weiß ich gar nicht, ob mir das so bewusst war, weil ich hatte nachher die Online-Trainer-Lizenz-Ausbildung, die du auch
da gemacht hast. Die habe ich nachher auch gemacht. Und da wurde mir das auch noch mehr bewusst. Aber für mich war einfach so Eiweiß, das baut Muskeln auf, da setzt man wenig an und das ist gut. Ja, das ist interessant. Auf jeden Fall, das Wissen hattest du voll und dir war auch bewusst, dass, also wenn jetzt jemand zu dir zum Beispiel im Coaching kommen wäre in dem Moment, hättest du was ganz anderes der Person empfohlen. Ja. Und wo war das dann dir, wo war dieser Moment, wo es Klick gemacht hat und du gesagt hast, nee, so kann es nicht weitergehen. Was war der Moment? Gab es überhaupt einen? Also dazu hole ich ein bisschen weiter aus. Ich hatte in der ganzen Zeit immer mal wieder so 2, 3 Kilo, vielleicht auch mal 4 zugenommen. Habe mich aber dann doch irgendwie wieder unwohl gefühlt, was auch immer, habe es wieder abgenommen. Und 2022, also letztes Jahr, habe ich angefangen, mich mehr mit Bodybuilding zu beschäftigen, habe auch so die Top-Athletinnen auf Instagram gesehen, fand das unglaublich toll, und habe mich dann immer mehr damit beschäftigt, auch Podcasts gehört von zum Beispiel Troy oder von dir auch, Gannikus Podcast, all solche Sachen. Und ja, habe mich einfach immer mehr damit beschäftigt und mir war klar, okay, ich will auch so aussehen. Ich möchte auch auf die Bühne gehen und habe das aber lange nur so als Traum im Kopf gehabt, weil immer noch diese, ja, ich sag mal, Essstörung in meinem Kopf war, die mich so davon abhalten wollte, zuzunehmen und die mir gesagt hat, ist besser, wenn ich nicht zunehme. Aber so mit der Zeit habe ich mich immer mehr damit beschäftigt und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, jetzt reicht's. Und dann habe ich mir diesen Traum einfach als festes Ziel gesetzt und ab dann war alles anders. Ab dann hätte ich wirklich alles getan, um dahin zu kommen. Also ist immer noch genauso, aber ab dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt machst du dir ein Gym-Abo, weil davor hatte ich auch immer noch so ein bisschen Bammel, okay, du bist so dünn und dann gehst du ins Gym, so was denken die Leute, dies, das, was halt viele Leute auch haben. Aber dann habe ich mir wirklich vorgenommen, okay, du machst dir jetzt ein Gym-Abo und du erhöhst, ab jetzt erhöhst du deine Kalorien. Und egal, was dir dein Kopf sagt, du machst weiter, weil du weißt, wo du hin willst. Und wenn du dich zu irgendeinem Zeitpunkt mal unwohl fühlst, dann ist das nur dein Kopf und irgendwann wirst du dich wieder wohlfühlen. Genau, das habe ich dann auch im Ende September habe ich mir dann das Gym-Abo gemacht. Habe dann angefangen, wieder ins Gym zu gehen und nicht mehr zu Hause zu trainieren. Und bin dann wöchentlich mit meinen Kalorien so um die 100 hochgegangen. Ich weiß gar nicht, wo ich angefangen habe. Ich habe zum letzten Zeitpunkt, als ich so dünn war, habe ich gar nicht so wenig gegessen. Ich würde sagen, so 2.300 vielleicht. Das Problem bei mir war, dass ich nur abends gegessen habe. Also ich habe mir alles auf einmal reingeschaufelt. Und da habe ich dann auch angefangen, dran zu arbeiten, dass ich das mehr über den Tag verteilt habe, dass ich angefangen habe, wieder zu frühstücken und einfach wie ein normaler Mensch gegessen habe. Genau. Und dann ging mein Gewicht auch langsam hoch. Und im Dezember bin ich dann zu James gegangen, also zu Team Atlas. Und der ist dann ein bisschen radikaler vorgegangen. Also als ich zu ihm gegangen bin, habe ich so um die 3000 Kalorien schon gegessen. Bei ihm habe ich dann eine Woche 3000 Kalorien gegessen. Dann ist er sofort auf 3500 hoch. Und ein paar Wochen später auf 4000. Und da ging es dann auf einmal auch ziemlich schnell auf der Waage. Also ich habe alle 10 Tage Check-in bei ihm. Und da war schon immer mindestens 1 Kilo bis 2. Also das war schon krass in der Zeit. Was hast du denn damals gewogen, circa, wo du bei ihm gestartet bist? Warst du wahrscheinlich auch noch sehr, sehr dünn, oder? Ja, ich war noch sehr, sehr dünn, aber ich kann es dir jetzt gerade gar nicht so genau sagen. Ich glaube so um die 44 Kilo, vielleicht 45. Also ich hatte selber schon einiges zugenommen.
Genau, aber ich sah immer noch sehr, sehr dünn aus. Ja, deswegen hat wahrscheinlich der James gesagt, okay, da muss jetzt erstmal Fleisch drauf und erstmal auch wahrscheinlich hormonell erstmal alles regenerieren, weil es wird wahrscheinlich in dem Moment auch nicht gut gewesen sein. Das ist ja auch schon krass, weil jetzt gehen wir nochmal wieder kurz zurück, was du gesagt hast. An dem Punkt, wo du entschieden hast, zu sagen, okay, jetzt, ich habe ein Ziel und jetzt egal, was mein Kopf sagt, auch wenn ich mich unwohl fühle, ich ziehe durch. Das ist ja was Besonderes, weil ich denke, genau das schaffen die meisten ja nicht. Die meisten wissen, was sie tun müssen, tun es aber nicht. Aus Angst oder ja, sie bleiben halt ist in ihrer Komfortzone in dem Moment. Du kennst es, du weißt, okay, so passt es. Und gab es bei dir dann in dem Moment, in dieser Phase, Momente, wo du vielleicht rückfällig wurdest oder wieder so einen Schritt zurück gemacht hast, gesagt hast, nee, du hast jetzt Angst, weiterzumachen? Einen Schritt zurück habe ich tatsächlich dann nicht mehr gemacht. Also in der ganzen Zeit habe ich immer, also in der Zeit davor, bevor ich mir dieses Ziel gesetzt habe, habe ich es wirklich nie geschafft. Ich habe immer Rückschritte gemacht und ab dann, das ist wirklich krass. Ich bin nicht mehr von dem Weg abgewichen. Mir war alles egal. Und am Anfang war es noch schwerer, weil wenn man so dünn ist, dann sieht man jede Veränderung am Körper. Wenn man so lean ist, sieht man jedes Gramm Fett. Und am Anfang, ich habe mich nicht unwohl gefühlt, aber es war noch ein bisschen schwerer, so zu sehen, dass ja, man die Muskeln nicht mehr so gut sieht, die Streifen nicht mehr sieht, die Adern nicht mehr sieht, sowas. Aber ich habe mir gesagt, mach weiter. Und wenn ich so Tage hatte, an denen mein Kopf mir irgendwie gesagt hat, okay, du fühlst dich gerade so ein bisschen fluffy, dann habe ich mir einfach bewusst gemacht, dass ich gerade erst am Anfang bin und dass ich weitermachen muss, damit ich einfach dahin komme, wo ich hin will. Das ist so wie jemand, der in die Prep geht und du weißt, wenn du deine Wettkampfvorbereitung machst, ich bereite die Leute auch immer von, sag, hey, du weißt, du wirst jetzt hungern. Das gehört halt dazu. Du kannst halt nicht vermeiden. Du wirst weniger Energie haben, lethargisch sein, etc. Und genau das Gleiche ist ja, was du dir auch gemacht hast, bloß halt umgekehrt. Also du gehst ja auch so aus der Komfortzone raus, kämpfst gegen deinen Körper in dem Sinne, dass dein Körper eigentlich so sagt, oh, ist aber viel Essen und dein Kopf sagt, nein, ist aber zu viel. Na? Also genau das Gegenteil. Was ja auch wie eine Prep ist, aber halt Reverse Prep. Also nach oben hinzunehmen. Und gab es da für dich auch körperlich manchmal Probleme? Hattest du Probleme manchmal zu essen? Oder zum Beispiel, wie ist mit der Verdauung gewesen? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, man so lange Zeit immer relativ tagsüber sehr wenig gegessen hat, war es vielleicht ein bisschen schwieriger zu essen. Gab es da Probleme? Tatsächlich nicht. Ich habe keine Probleme damit, viel zu essen. Und dadurch, dass ich erstmal so langsam mit den Kalorien hochgegangen bin, bis 3000, konnte mein Körper sich halt auch langsam dran gewöhnen. Ein bisschen Verdauungsprobleme hatte ich, als James dann in den 500er Schritten hochgegangen ist. Und vor allem bei 4000 Kalorien, da ist es halt einfach, selbst wenn die Verdauung gut ist, ist man den ganzen Tag einfach ein bisschen aufgebläht und voll. Und ist natürlich kein schönes Gefühl, aber verhältnismäßig würde ich sagen, war es auf jeden Fall bei mir noch okay, weil ich jetzt keine krassen Schwierigkeiten damit hatte. Und auch vom Volumen her, es war immer okay. Also wie gesagt, ich habe mich voll gefühlt, aber es war nie so, dass ich irgendwie kurz vorm Kotzen war oder es gar nicht mehr reinbekommen habe. Also das war wirklich okay. Ich muss wohl auch sagen, dass ich bei James sehr viele gesunde Fette hatte. Also ich weiß gar nicht, was ich da am höchsten Punkt hatte, aber irgendwie 150 Gramm Fett oder so. Okay, schon einiges, ja. Oder sogar noch mehr. Also wirklich sehr viele Fette. Dementsprechend denke ich, wenn das jetzt alles über Kohlenhydrate mehr gelaufen wäre, dass das nochmal viel härter gewesen wäre. Dementsprechend war ich da ziemlich dankbar über die gesunden Fette und habe da auch gelernt, die gesunden Fette zu lieben. Ja, das ist Ja. auch gut, dass du dann praktisch dann die Fette wieder akzeptieren konntest. Aber es ist ja gut, ich denke, strategisch macht es Sinn, wenn man jetzt so viel steigern muss, das Nahrungsvolumen halt kleiner zu halten über die Ja, Fette. auf jeden Fall. Und auch hormonell, wir wissen ja, die Grundstruktur von den Steroidhormonen im Körper oder Sexualhormone ist ja Cholesterol.
Also daraus wird ja dann zum Beispiel Testosteron und so weiter gebildet. Also macht es ja Sinn, irgendwo Fette einzubauen. Finde ich sehr, sehr beeindruckend, wirklich, weil du dann einfach diesen Switch gehabt hast in dem Moment, gesagt hast, okay, ich zieh es durch, hast erstmal selber dich darum gekümmert. Also es kam von dir erstmal, oder du hast jetzt im Moment keine Hilfe von außen gehabt, nur du selber, dein Kopf. Du hast mit dir selber ausgemacht, genau. Und dann hast du danach noch professionelle Hilfe geholt, was nicht schlecht ist, nochmal von außen eine, ja, jemanden zu haben, der drüber guckt und der wirklich das professionell macht. Und gab es in dem Moment, in dieser Phase auch irgendwo eine Anpassung vom Training? Also ich denke mal, da hast du voll viel Cardio-Training gemacht oder viele Schritte oder wie war das davor und wie hat sich dein Training jetzt entwickelt in dieser Phase? Also in der Zeit, als ich so dünn war, hatte ich Phasen, wo ich 20.000 bis 30.000 Schritte am Tag gemacht habe, zwanghaft, wo ich dann teilweise wirklich vor der Arbeit früher aufgestanden bin, um noch eine extra Runde zu gehen, obwohl ich sowieso schon immer hingelaufen bin, wo ich nach der Arbeit noch eine extra Runde gegangen bin. Was halt wirklich geisteskrank ist. Also 30.000 Schritte, das ist nicht normal. Dafür braucht man auch verdammt viel Zeit, und das sind ja locker mal 5, 6 Stunden, oder? Ja, und Am das ist Tag. einfach auch Zeit, die ich nicht hatte. Also, wenn man eine Ausbildung macht, dann hat man da einfach keine Zeit für, zusätzlich noch den Sport. Aber ich habe dann halt auch teilweise Schlaf geopfert, um noch meine Schritte zu gehen. Auch total dämlich, würde ich auch niemandem empfehlen, aber ich habe es getan. ja, genau. Und vom Training her hat sich dann ab September halt geändert, dass ich wieder ins Gym gegangen bin, dementsprechend einfach die Maschinen da zur Verfügung hatte und habe dann erstmal so mein eigenes Training durchgezogen, habe damit auch ja, ganz gut aufgebaut. Also ich hatte ja von zu dem Zeitpunkt, wo ich gestartet bin, hatte ich so um die 38 Kilo, bis ich zu James gegangen bin, um die 44, 45. Also habe da ja auch ganz gut aufgebaut. Und dann, als ich zu James gegangen bin, habe ich von ihm halt den Trainingsplan bekommen. Beziehungsweise keinen festen Trainingsplan, sondern bei ihm bekommt man einen Trainingssplit. Also ich habe die Tage vorgegeben, was ich an welchem Tag trainiere. Und die Anzahl der Sätze und Wiederholungen. Aber die Übungen kann ich mir selber aussuchen, was ich persönlich auch ziemlich gerne mag, weil ich am besten weiß, welche Übungen ich bei mir am besten im Muskel spüre. Genau, da war dann nochmal eine Veränderung bezüglich Cardio. Ab September habe ich, glaube ich, immer mal wieder so ein bisschen Laufband gehen gemacht. Also nur schnelles Gehen. Und als ich dann zu James gegangen bin, hatte ich erstmal 20 Minuten Stairmaster jeden Tag. Das wurde dann aber auch verringert. Dann hatte ich eine Zeit lang nur noch 10 Minuten Laufband am Tag, auch nur gehen. Und jetzt gerade mache ich 10 Minuten Stairmaster am Tag. Ganz entspannt eigentlich, weil das mit den Schritten finde ich nochmal interessant. Wie hast du es geschafft, diesen Zwang zu besiegen? Ich meine, von heute auf morgen oder war es einfach so, okay, jetzt mache ich es einfach nicht mehr? Oder war das eine, so Step by Step, hast du es dann reduziert? Nee, das hat tatsächlich auch länger gedauert. Also das habe ich noch eine ganze Zeit nicht in der Intensität gemacht, aber so den Zwang irgendwie um die 15.000 bis 20.000 Schritte zu haben, den hatte ich dann schon noch länger. Also bestimmt, also auch als ich noch mit James angefangen habe, da habe ich auch noch extrem viele Schritte gemacht. Das habe ich in den letzten Monaten, habe ich das immer weiter runtergeschraubt und bin jetzt wirklich an einem Punkt, wo ich sage, ich habe diese Uhr und da gucke ich auch abends schon mal, okay, wie viele Schritte hast du gemacht? Aber egal, was da steht, ich würde nicht noch mal rausgehen, um noch eine extra Runde Schritte zu machen. Es sei denn, da steht jetzt gleich 500 Schritte. Ja. Aber ja, also ich schaue schon, dass ich mich einfach bewege und auch Schritte mache, weil es ja einfach eine gute Sache ist, auch für den Körper. Das muss man ja auch mal einfach sehen, aber nicht in dem Sinne, dass es mich mental beeinflusst, dass ich diesen Zwang habe, das zu machen. Also wenn da 7.000 Schritte steht, ist das
vollkommen in Ordnung. Dann bin ich zur Arbeit gegangen, bin von der Arbeit zurückgegangen, habe mein Cardio auf dem Stairmaster gemacht und das war's. Also ja, vollkommen in Ordnung. Manche haben auch dann so das Problem, dass wenn du dann nicht Vollgas trainierst und dich voll verausgabst und den ganzen Tag jetzt zum Beispiel in deinem Fall Schritte machst, das Gefühl haben, das Essen nicht verdient zu haben. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hattest du manchmal dann diese Gefühle, so, habe ich es mir jetzt verdient, so viel zu essen? Gab es das ja, bei dir? Ja, schon. Also auch an Rest-Days so dieses Gefühl zu haben, okay, macht es jetzt überhaupt Sinn, so das Gleiche zu essen? Das hatte ich schon manchmal, aber das muss man halt mit der Zeit auch einfach ablegen und sich wirklich bewusst machen, dass der Körper halt einfach auch an Rest-Days Essen braucht und dass das kein Problem ist, wenn man da die gleiche Anzahl an Kalorien isst wie an einem Trainingstag. Sehr, Gleicht sehr sich gut. Ja auch alles wieder aus. Ja, eben. Du regenerierst ja auch in den Rest-Days und bist dann auch vorbereitet. Also wenn dein Glykogenspeicher zum Beispiel, was ja manche auch machen, so ein Rest-Days, komplett alle Carbs wieder runter, weil ich trainiere nicht, aber am nächsten Tag trainierst du wieder, müssen deine Speicher wieder einigermaßen gefüllt sein. Also macht es ja eigentlich keinen Sinn, dann viel zu wenig zu essen. Hast du eigentlich auch Kontakt mit anderen Frauen? Ich kann mir vorstellen, einige haben dich auch kontaktiert, die in einer ähnlichen Lage gesteckt oder stecken aktuell. Gibt es davon welche, die dich zu kontaktieren? Ja, also vor allem fürs Coaching habe ich halt ganz viele Mädels, die mir schreiben, ich habe einen ähnlichen Körper wie du vorher, ich fühle mich total unwohl, ich möchte zunehmen, bitte hilf mir. Was mir auch teilweise, also das macht mich wirklich sauer, was mir teilweise so meine, die Mädels erzählen, was ihnen teilweise Gymtrainerinnen bei einem Probetraining sagen, dass da so eine Gymtrainerin kommt und sagt, ja, nimm erstmal zu, bevor du trainieren gehst oder wie siehst du denn aus, du bist ja viel zu dünn, von einer Gymtrainerin. Verstehe ich wirklich nicht, aber ja, genau solche Mädchen habe ich natürlich auch viel, denen ich dann jetzt auch helfe zuzunehmen und wenn die dann die ersten Kilos sehen, sind die natürlich auch happy und das ist einfach so ein schönes Gefühl, weil ich mich dann nochmal so in meine Lage zurückversetzt sehe und mich da einfach auch nochmal in den Mädchen so wiedersehe. Ich denke, da kannst du auch sehr empathisch sein, weil du halt die Person verstehen kannst, in welcher Lage sie ist. Gibt es da von deiner Seite aus irgendwelche, so wie eine Anleitung oder so sage ich mal, eine Struktur, wie du das Ganze angehst? Weil ich denke mal, eine Sache ist natürlich mit der Person viel zu reden, viel zu kommunizieren. Aber wo setzt du dann meistens an? Also wenn du so mal im Durchschnitt jetzt mal betrachtest, deine Leute, die dich so ansprechen, mit denen die du coachst, wo ist so meistens der erste Ansatz, um nach vorne zu kommen, aus dem Untergewicht rauszukommen? Also erstmal, wenn die zu mir kommen, müssen die das natürlich selber wollen. Ich denke, so wie es bei mir auch in den 2, 3 Jahren war, wo ich es immer wieder versucht habe, es aber nicht hinbekommen habe, da war einfach der Wille nicht da. Und wenn der nicht da ist, dann kann man da auch nichts wirklich machen. Wenn die diesen Willen haben, was zu ändern, dann haben die, also viele haben noch das Problem, dass sie sagen, ich will aber nicht so viel essen und ich kann nicht so viel essen. Und dann sage ich, okay, wir werden das langsam machen. Also ich gehe jetzt nicht von einem Tag auf den anderen irgendwie 1000 Kalorien hoch. Aber du musst deinen Körper auch einfach daran gewöhnen, mehr zu essen. Und das kommt mit der Zeit. Du wirst dich daran gewöhnen. Und dann können wir auch immer weiter mit den Kalorien hochgehen. Was ich dann auch mache bei solchen Leuten, ist zum Beispiel so Shakes einbauen. Also einfach wo die Haferflocken, Banane, Pulver und Erdnussbutter oder irgendein Nussmus in einen Shaker schmeißen und das einfach trinken können. Das hilft auch vielen. Ich baue auch viele gesunde Fette dann ein, damit die nicht so viel Volumen haben, damit es ihnen einfach leichter fällt und die auch nicht so Probleme mit der Verdauung haben, sich nicht aufgebläht fühlen. Und genau da setze ich dann an und versuche halt auch einfach so ein bisschen mentale Arbeit zu leisten, weil das natürlich auch viel dazu gehört, ihnen aber auch klar zu machen, dass
sie aus ihrer Komfortzone einfach raustreten müssen. Ja. Und dass das halt wirklich das Wichtigste ist. Das musste ich auch machen. Und wenn man das nicht macht, dann bleibt man immer da, wo man ist. Das sind voll viele gute Punkte, finde ich, die du genannt hast. So Step by Step. Ne? Das ist wahrscheinlich auch sehr individuell von Person zu Person unterschiedlich. Aber ja, genau. Ich glaube, das Wichtigste, wie du gesagt hast, ist der Wille. Das heißt, die Person muss von sich aus erstmal wirklich bereit sein, was verändern zu wollen. Und es ist halt, du musst aus deiner Komfortzone raus. Du musst, du wirst dich unwohl fühlen. Es wird hart sein. Man kann nicht dann sagen, naja, ach, alles wird alles entspannt und so. Nee, du kämpfst gegen deinen Körper irgendwo und auch vor allem gegen deinen Kopf, gegen deine Selbstwahrnehmung. Und da die Person wirklich eng zu betreuen, zu begleiten, das kann halt wirklich sehr helfen. Und du bietest ja auch Coaching an. Das werde ich auf jeden Fall dann noch in die Beschreibung einfügen. Das heißt, wenn die Leute dich dann kontaktieren wollen, weiß nicht, bietest du so Erstgespräche an? Mache ich je nachdem. Manche Leute haben da gar keine Lust drauf. Okay. Also manche Leute füllen lieber einfach, also ich habe einen Fragebogen, den die Leute vorher ausfüllen, damit ich die Pläne halt auch ordentlich machen kann. Manche Leute füllen einfach den Fragebogen aus, schicken mir die Bilder und das reicht dann für die. Aber manche Leute wollen natürlich auch vorher einfach sehen, wem sie da die Bilder schicken, wer überhaupt auf der anderen Seite ist und einfach mal ein persönliches Gespräch führen. Und ich bin da offen für beides. Also ich führe gerne ein Erstgespräch. Ich lerne auch gerne die Leute kennen, die ich coache. Aber wenn das jemandem dann irgendwie zu viel ist oder sowas, ist das für mich auch in Ordnung. Ja, kann ich vorher auch verstehen. Aber es ist auch gut, da kann, wenn jemand ein Erstgespräch möchte, dann kann er dich ja kontaktieren. Ja, da okay, kriegst du vielleicht ein bisschen Arbeit hier. Bald kommen dann die ganzen Anfragen rein. Ja, also jetzt bist du an den Punkt gekommen, also die ganze Geschichte haben wir so ein bisschen jetzt erzählt. Und jetzt bist du ein bisschen weiter, oder? Ich sehe dich jetzt auch so ein bisschen, ich sehe die Dells, die, ne, da kommen schon ein paar Streifen rein. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar Muskeln draufgekommen. Wo bist du denn jetzt gerade auf deiner Reise? Du hast ja im Dezember angefangen bei James, wir haben jetzt aber Juni. Was ist jetzt in den letzten 6 Monaten passiert und wo bist du jetzt gerade? Also erstmal ging es natürlich ziemlich schnell. Von September bis circa März habe ich 20 Kilo zugenommen. Natürlich nicht nur Muskeln. Viele Leute sagen, ja, du hast ja nur Muskeln zugenommen, aber da war auch einiges an Körperfett dabei. Und genau, dann habe ich jetzt vor 3-4 Wochen habe ich einen kleinen Minicut angefangen, einfach um ein bisschen Körperfett loszuwerden, um so ein bisschen zu sehen, was ist drunter, das auch ein bisschen zu beurteilen. Ich habe jetzt gar nicht wirklich angesetzt, wie lange das gehen soll. Wir schauen einfach, wie es läuft. Ich höre auch auf James' Meinung, was er sagt, wann es reicht, wann ich wieder in den Aufbau gehen sollte. Genau, und danach werde ich dann erstmal wieder in den Aufbau gehen, weil ich einfach, bevor ich eine erste Prep machen kann, noch einiges aufbauen muss. Und ja, dann hoffe ich, dass ich bis Ende des Jahres gut aufbauen kann und dann meine erste Prep starten kann. Ja, das ist auch, finde ich, mega beeindruckend, ne? Vom Untergewicht und so ein gestörtes Essverhalten, gestörte Selbstwahrnehmung, dann, sagen wir mal, nach vorne gespult, 1,5 Jahre später, 2 Jahre später, eine Wettkampfvorbereitung zu machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du es schaffen wirst. Und ich denke, das kann, also es muss ja nicht jeder machen. Ich sage auch immer so, du musst jetzt nicht, um ein Athlet zu sein, unbedingt auf die Bühne. Aber ich denke, das ist auch nochmal so eine neue Herausforderung. Hast du da irgendwo Angst, wieder eine Essstörung abzudriften? Weil da muss man ja wieder abnehmen, man muss ja auch sehr lean werden, ne, für die Prep. Ja, also ich weiß, dass ich da, wo ich war, nie wieder hinkommen werde, nie wieder hinkommen will. Was natürlich nach so einer Prep gut sein kann, ist, dass sowas wie Binges für eine Zeit lang wieder zurückkommen. Aber ich bin ziemlich überzeugt davon, einfach weil ich so einen starken Willen habe und der mit der Zeit auch immer stärker wird, ich auch viel an meinem eigenen Mindset arbeite, dass ich da auch wieder rauskommen würde und dass ich das auch mit der Zeit, wenn man dann, das hat natürlich auch viel mit dem geringen Körperfett dann zu tun, dass der Körper einfach
immer weiter essen will und einem sagt, okay, du brauchst mehr, dass das dann mit der Zeit sich auch widerlegen würde. Ja, das ist aber auch gut, dass du sagst, in der Realität ist es ja wirklich so, dass man nach der Wettkampfvorbereitung schon eher dazu neigt zu bingen. Und das ist aber, ich denke, viele denken immer so, ah, muss man alles perfekt immer sein. Ja, ich mache jetzt eine Vorbereitung, danach werde ich eine perfekte Reverse machen. Und ja, die Realität ist meistens nicht so. Man wird schon mal hier und da, brennt halt mal die Sicherung durch. Das ist ganz menschlich. Ich meine, der Körper will ja eigentlich ja wieder, du musst ja zunehmen irgendwo, du kannst ja nicht so liegen bleiben. Und das heißt, du bist auch so, finde ich, wie du es jetzt gerade gesagt hast, so sehr realistisch, dass du das schaffst, aber dann auch danach ja so ein bisschen Symptomatiken haben wirst natürlich. Ja, und das ist halt, finde ich, schon sehr, man kann dich als Beispiel nehmen, finde ich, dass es gehen kann, dass man da rauskommen kann, aus der Essstörung aufbaut. Zum Teil hast du es ja auch alleine gemacht, weil vielleicht wenn man denkt, naja, ich brauche jetzt irgendwie die magische Formel oder so, aber die magische Formel ist in dem Fall du selber, kann man schon so sagen. Ne? Also ich habe auch zum Beispiel ein paar Athleten, die eine Magersucht hatten, eine Essstörung hatten. Eine Athletin von mir, die war jetzt auch in der Klinik vor Jahren untergewichtig mit 33 Kilo, wurde die halt zwangsernährt. Ne? Die war halt wirklich, der ging es sehr schlecht und die ist mittlerweile so aufgebaut, die ist auch übrigens so wie du, hat sie phasenweise 4000 Kalorien gegessen. Aber ich sehe das dann immer wieder, es funktioniert, aber es muss halt immer bei dir selber starten. Das ist das Hauptding einfach. Was kannst du denn noch an der Stelle vielleicht nochmal als Tipp geben für diejenigen, die jetzt sagen, wow, ich möchte es auch so angehen, wo fange ich am besten an? Hole ich mir sofort einen Coach oder lese ich vielleicht irgendein spezielles Buch? Du hast es auch angesprochen, am Mindset zu arbeiten, da gibt es ja viele Methoden. Gibt es da irgendwo von deiner Seite aus Tipps? Also ich würde sagen, das ist wie alles ganz individuell. Man muss auch ein bisschen danach gehen, wie man sich fühlt. Für mich war es erstmal so, dadurch, dass ich ja auch eigentlich das Wissen hatte, dass ich erstmal selber anfangen wollte. Mir aber klar war einfach dadurch, dass ich Bühnenambitionen habe, dass ich mir irgendwann einen Coach suchen werde. Es gibt aber natürlich auch Leute, die haben keine Ahnung von Makros, die haben keine Ahnung von Kalorien, die haben wirklich einfach keine Ahnung davon, was ja auch absolut kein Problem ist, aber dann such dir auf jeden Fall Hilfe. Hol dir einen Coach, das ist absolut kein Problem. Der wird dir da weiterhelfen und du investierst in dich selber. Das ist das Beste, was du machen kannst. Du investierst in dich selber und das muss es dir einfach wert sein. Weil man hat natürlich, ich denke, das kennst du auch, man hat viele Leute, die schreiben einem irgendwie, dann gibt man die Infos fürs Coaching und dann kommt, ja, das kann ich mir nicht leisten. Ich sag dir ehrlich, als ich zu James gegangen bin, das war für mich natürlich auch eine Überlegung. Also es sind bei ihm $4,000 im Jahr. Und ich habe eine Ausbildung, ich mache gerade eine Ausbildung, das ist kein großes Geld, was ich da verdiene. Das heißt, für mich war klar, okay, du suchst dir einen zweiten Job. Ich habe jetzt lange Zeit noch einen Nebenjob dazu gemacht, nur damit ich mir das Coaching leisten kann. Man muss halt einfach immer wissen, okay, wie sehr will man das? Will ich das wirklich? Ist es mir das wert? Und wenn man das wirklich will, dann ist man bereit, alles dafür zu machen. Ja. Und ein Coach ist wirklich, egal für welches Thema, ob man jetzt einen Mindset-Coach haben will, einen Ernährungscoach, viele machen ja auch alles so ein bisschen in einem. Ich mache ja auch das mit der Ernährung und dem Mindset so ein bisschen zusammen. Man investiert immer in sich selber und ich finde, das ist immer eine gute Sache. Das würde ich wirklich jedem empfehlen. Absolut. Ich kann dir auch sagen, von meiner Seite aus, ich hatte jetzt verschiedene Coaches und ich habe von jedem was lernen können, immer was mitnehmen können, für mich selber, auch für meine Athleten. Und das ist, wie du sagst, das ist die beste Investition, in dich selber zu investieren. Ja. Ja, also das sagen wir jetzt beide nicht, weil wir beide Coaching anbieten, weil wir es halt erlebt haben. Und wenn du halt, ich sage auch immer so, mein Spruch ist, traue keinen Coach, der nicht selbst einen Coach hatte. Ja. Weil du verkaufst Coaching, also glaubst du an die Dienstleistung, dass es was bringt, aber wieso hast du selber keinen Coach und du dann glaubst? Weißt du, was ich meine? Ja. Also das bringt einen extrem nach vorne.
Und das ist auch voll das gute Beispiel. Du kennst vielleicht den Martin Hahn. Ja. Der Martin hat auch mal eine Story erzählt, dass sein Athlet, ich glaube, Tobi heißt er, der hat auch, glaube ich, irgendwie in seiner Ausbildungszeit oder so, hat halt das Coaching bei ihm angefangen, hat halt so wenig Geld. Auch für die Vorbereitung wird es halt knapp. Dann hat er halt sein Bett verkauft. Wie geil. Ja, und hat halt auf dem Boden geschlafen. Und ich glaube, seine Freundin, die Selina Schulz, die hat, glaube ich, auch was erzählt, dass sie irgendwie dann, bin jetzt nicht sicher, sorry Selina, wenn du das jetzt so hörst, aber ich glaube, sie hat dann extra bei McDonald's noch gearbeitet nebenher, damit sie sich den Coach leisten konnte. Und das sind alles so Beispiele, wenn du wirklich was willst, dann findest du eine Lösung. Ja. Und diese Ausreden mit oh, 200 €, 300 €, 400 €, was auch immer, ist mir zu viel, ich kann es mir nicht leisten. Nein, dann hast du wahrscheinlich einfach die falschen Prioritäten oder du Genau. siehst einfach den Mehrwert darin nicht so. Ja? Und dann sehe ich Ja. dann andere, die dann, keine Ahnung, für, also zum Beispiel bei uns in der Stuttgarter Gegend, wenn ich einmal Sushi essen gehe, ich esse das nicht wenig, ich gebe da locker mal 60 € aus für Sushi. Ja, in Ja, in das einer ist genau Mahlzeit. sowas. Man könnte einfach, also ich denke mir, entweder such dir einfach einen Nebenjob. Auch so Schüler, die haben dann teilweise irgendwie gesagt, ja, ich gehe noch zur Schule, ich kann mir das nicht leisten. Dann habe ich gesagt, jetzt mal abgesehen vom Coaching, nervt es dich nicht, von deinen Eltern so abhängig zu sein? Ich hatte meinen ersten Job mit 14. Such dir doch einfach einen Nebenjob. Man kann alles machen. Also das wäre dann irgendwie, keine Ahnung, zweimal am Wochenende arbeiten gehen. Das bekommt jeder hin. Das ist kein Ja. Problem. Also ich habe das auch jetzt lange, was heißt lange, aber ein halbes Jahr dann während der Ausbildung noch gemacht, bin ich 2 Tage noch am Wochenende arbeiten gegangen. Ich hatte wirklich gar kein anderes Leben mehr, aber ich wollte das so sehr, ich habe es gemacht. Ja, es spricht für dich und ich denke, wenn du so einen Ehrgeiz hast, das wird dir auch helfen, da auf der Bühne durchzuziehen. Weil Bühnensport ist ja auch nicht Business, dafür musst du ja auch nochmal Geld zur Seite legen. Das ist ja so die Sache, die Leute kommen dann, wollen dann ins Coaching und dann vergessen die aber, ah, da ist ja noch die Bühnenvorbereitung, das Ja. Bikini, das Posing-Training, Tanning, Anmeldegebühr. Ich hab gestern mit einer meiner Athleten telefoniert. Dann haben wir über das, wir haben das ganze Budget sind wir durchgegangen. Und sie ist immer, sie hat immer so Listen, so Monsterlisten. Und dann sie schreibt sich immer alles auf. Und dann sind wir alle Shows durchgegangen. Wann reisen wir an? Was kostet das? Nehmen wir ein Hotel, nehmen wir Airbnb? Was kostet der Flug? Was kostet die Anmeldung? Was kostet, und so weiter. Und ich glaube, am Ende sind wir so bei knapp 4.000 € gelandet. Ja, das ist echt Ohne crazy. Coaching. Nur, ne, nur, dass wir da starten können, die ganzen Shows. Und das muss man einfach wissen. Das ist auch irgendwo ein Privileg, diesen Sport auf den Level machen zu dürfen, ist ein Privileg. Weil guck mal, wir haben hier in Deutschland, wir haben geile Gyms, wir haben Supplements, wir haben gute Lebensmittel. Also das ist einfach, muss man auch sagen, wenn jetzt jemand diesen Schritt geht oder auch sagt, ich möchte Coaching, das ist halt ja, ein Luxus eigentlich, dass man sich leistet. Und normal, dann müssen die meisten uns halt ein bisschen extra was zur Seite legen. Ja, jetzt haben wir eigentlich das Wichtigste, glaube ich, besprochen. Ich gucke jetzt mal auf meine Liste, was ich dir vorher geschickt hatte. Ob ich irgendwas noch nicht gefragt habe. Was ist denn so deine Ziele für die erste Saison? Hast du schon irgendwelche Ziele dir gesetzt? Ja, also ich würde es jetzt nicht als festes Ziel bezeichnen, weil ich noch nicht so gut einschätzen kann, wie meine Physik dann in meiner ersten Saison aussehen wird. Aber insgesamt kann ich sagen, dass ich hohe Ambitionen habe. Also sky's the limit. Ich möchte auf jeden Fall auf der Olympia stehen irgendwann und ich weiß, dass ich das schaffen kann. Ich habe gute Proportionen. Ich habe nicht die beste Genetik zum Muskelaufbauen. Das braucht Zeit. Aber wenn ich einmal fertig bin, dann werde ich auf jeden Fall meine Pro-Card gewinnen. Und ich denke auch, dass ich es zur Olympia schaffen kann. Ob das jetzt in der ersten Saison passiert, man weiß es nie. Aber es kommt so, wie es kommen soll. Und wenn der Zeitpunkt für die Pro-Card richtig ist, dann wird sie kommen. Finde ich Hammer, dass du so sagst, Leute, ich will zum Olympia, weil ich glaube, viele, viele denken das, aber trauen sich das nicht zu sagen. Wieso auch immer, vielleicht, weil man denkt, ja, das ist arrogant, vielleicht kommt es arrogant rüber oder vielleicht belächeln mich dann die Leute, weil es sind ja schon hohe Ziele, zum Olympia zu kommen, bedeutet ja im Endeffekt, anders gesagt, du gehörst zu den Besten der Welt
in deinen Sport. Und das ist die Elite der Elite. Also es gibt meiner Meinung nach keinen Verband, wo so eine hohe Leistungsdichte ist und Qualität wie halt eben bei der NPC. Ja, das heißt Schritt für Schritt erstmal Pro-Card gewinnen. Das Ja. allererste. Ich finde es tatsächlich gar nicht arrogant. Also was ich auch in diesem ganzen zunehmenden Prozess sehr einfach, das Wichtigste ist immer, dass man an sich selber glaubt und dass man glaubt, dass man das, was man erreichen will, auch wirklich schaffen kann. Und was mir auch geholfen hat, ist aufzuhören, so zu reden, ja, ich würde das gerne schaffen und mal sehen, vielleicht. Sondern sich einfach zu sagen, ich kann das schaffen und ich werde das schaffen, wenn ich das will. Das finde ich wirklich so wichtig und das hat auch nichts mit Arroganz zu tun, sondern das sollte jeder irgendwie versuchen, ja, positiver auch mit sich selber zu reden und sich selber diesen Glauben zu schenken, dass man Sachen erreichen kann, die man erreichen möchte. Ja. Und ich denke, wenn man halt Step für Step auch vorgeht, dann sieht man, oh, ich bin wieder einen Schritt weiter, okay, jetzt noch einen Schritt weiter. Und dann kommst du immer näher an dein Ziel. Ja, aber wenn man jetzt nicht diese, ich denke, es ist gut, wenn man solche Ziele auch spürt. Also nicht, weil jetzt du das gesagt hast, kommt dann der Nächste und sagt, ich will das gleiche Ziel. Ja, ich mache jetzt auch Olympia. Nee, das musst du ja auch spüren. Ja. Das musst dich irgendwie dann morgens. Wenn du aufstehst, wir wissen ja, Motivation ist es nicht der Schlüssel zum Erfolg, sondern Disziplin Ja. und Kontinuität. Aber trotzdem, ich kenne es von mir selber, wenn ich mir Ziele setze, die mein Herz höher schlagen lassen, das ist so, das treibt dich die ganze Zeit an, wie die Amis sagen, dieser Drive. Den hat man dann die ganze Zeit im Drive. Auch wenn du mal einen schlechten Tag hast, ist egal, du ziehst trotzdem durch. Und deswegen muss man sich aber auch die richtigen Ziele setzen, die man spürt. Dann kommt man Genau weiter, das. als man denkt. Genau das. Also ich sag dir ehrlich, seitdem ich dieses Ziel habe, ich kann nicht mehr länger als 8:30 oder so schlafen, selbst am Wochenende. Also oft bin ich irgendwie um 5:30 oder so wach und bin ready, in den Tag zu starten. Sehr geil. Das ist so, wenn man was hat, woran man arbeitet und weiß, wo man hin will, dann ist es so schwer, einfach rumzuhängen und die Zeit zu verdödeln. Ja, stell dir mal vor, du hättest damals nicht diese Entscheidung getroffen, zuzunehmen und diesen Weg zu gehen. Dann wärst du immer noch so da stecken geblieben, siehst du, okay, du hast deine Zwänge, du hast wenig Energie, wenig, ich denke auch nicht so viel Drive in dem Moment gehabt. Wie denn auch also ohne Energie? Also, es ist komplett, ne, ist dieser Switch von letzten Jahr, letztes Jahr war das, letztes Jahr, Ja, genau. bis jetzt ist ja schon, wow, Das 180 ist Grad so. Wendung. Ja. Was ich auch immer sage, ist wirklich, der größte Change ist mental passiert. Also, wie sich meine ganze Ansicht auf alles verändert hat, wie sich meine Zukunftsvorstellungen verändert haben, wie sich mein Selbstbewusstsein verändert hat. Und ich war nie unselbstbewusst, aber das ist auch nochmal gestiegen. Einfach, das ist wirklich, es ist so viel mehr als diese Gewichtszunahme, wenn man sieht, dass man Ziele erreicht, die man sich vornimmt, dann wird man immer selbstbewusster und kann sich die nächsten Ziele setzen. Und wenn man das Ziel dann wieder erreicht, wird man wieder selbstbewusster. Und das ist wirklich, das ist so viel mehr als dieses körperliche und optische. Das ist eine komplette Aufwärtsspirale. Ich denke, es wird auch nicht jeden, der den Sport macht oder so Ziele verfolgt, der wird überall erfolgreicher sein. Ja, also generell, ich denke, Bodybuilding oder Wettkampfsport oder als Athlet zu leben, ist ein Lifestyle, das macht dich ja so strukturiert. Ne? Wie du sagst, am Wochenende stehst du früh auf, bist hyped, du hast deine Disziplin, deine Struktur und du erreichst halt viel, viel mehr als jetzt zum Beispiel jemand, der halt so in den Tag hineinlebt und am Wochenende sagt, ah, jetzt endlich Wochenende, jetzt kann ich mal ausschlafen und so. Ich kann dich voll verstehen, ich kenne es zu mir, weil bei mir gab es das erste Mal, wo ich wirklich so das Gefühl hatte, okay, jetzt mache ich endlich das, was ich machen will, war mit dem Coaching tatsächlich. So, dieses einfach Leuten helfen, das hypt mich so sehr, wo auch viele andere mir manchmal sagen, so, hey, mach mal langsam, du brennst jetzt bald aus. Ich denke mir so, Ausbrennen? Wie? Das macht mir so viel Spaß. Also das Ausbrennen ist sehr, sehr schwierig. Das sehe ich auch so. Guck mal, auch dein Coach. Ich meine, ich verfolge jetzt James schon seit ein paar Jahren. Ja, ab und zu schreiben wir auch so. Also manchmal schicke ich noch ein paar Bilder so. Dann frage ich ihn so, ne? So oder so Posing. Das war ganz lustig, dass er mir antwortet. Ich weiß zum Beispiel, er arbeitet extrem viel.
Extrem viel. Ich meine, er hat, ich weiß nicht, wie viele Athleten, aber sehr viele. Und Ich glaube, der hat so um die 550 mittlerweile. Ich ja, will jetzt nicht, ich will keine Scheiße erzählen, aber. das ist halt eine Hausnummer. Ich meine, ich bin nicht mal bei 100 und ich bin schon von Montag bis Sonntag am Arbeiten. Also deswegen, und solche Leute, High Performer, ob es jetzt er ist oder irgendwelche anderen in anderen Bereichen, das sehe ich halt immer wieder. Die haben alle eins gemeinsam, die brennen halt für die Sache. Und dann ist es Ja. wirklich schwierig, so dieses typische Depressive oder Burnout zu haben. Was ich eher so höre, ist so, ja, die Leute, die jetzt irgendwie im Verkauf arbeiten, die haben es gerade richtig hart, die sind alle ausgebrannt. Ja, aber die arbeiten vielleicht 40, 50 Stunden die Woche. Und so High Performer arbeiten vielleicht 100 Stunden die Woche. Und das halt jahrelang. Ja, und so richtig Urlaub, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich kenne es auch von mir zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, also ich mache wahrscheinlich jetzt einen Urlaub im Jahr. Das ist wahrscheinlich jetzt im Sommer, weil das so eine kleine Lücke ist zwischen den Saisons. Und es sind dann vielleicht 2 Wochen, wo ich mal weniger arbeite, ein bisschen runterfahre. Null gibt es nicht. Und das ist halt so, was ich damit sagen möchte, ich möchte jetzt nicht sagen, oh, Leute, guck mal her, wie krass, wir sind voll die Hustler. Nein, darum geht es nicht. Ihr könnt auch wenig arbeiten, aber dass man für eine Sache brennt. Und dann wird das Leben, weil man sieht es halt anders, das Leben. Das ist so ein bisschen, es kriegt mehr Farbe, sagen wir es mal so. Man kann auch Teilzeit arbeiten, den falschen Job und ist ausgebrannt. Ja. Also das kommt wirklich ganz auf den Job an, auf das, was man machen möchte. Und wenn es nicht das ist, was man machen möchte, dann passiert das schnell. Das ist dann eher so eine Abwärtsspirale. Dann bist du schlecht drauf und dann bist du vielleicht auch, wenn du eine Beziehung hast, dann auch da schlecht zum Partner, Partnerin und das ist dann eher eine Abwärtsspirale. Und so, wenn du die richtigen Dinge tust für dich, aber da muss man halt auf sich hören. Wenn man auf die anderen hört, dann passiert es nicht. Also die eigene Stimme zu finden, zu verstehen und dann auch wirklich darauf einzugehen, ist meistens gar nicht so einfach. Es wird uns ja auch nicht in der Schule beigebracht oder so. Ja. Ja, das muss man halt, da muss man sich selber drum kümmern. Bei mir hat es zum Beispiel damals sehr geholfen. Ich habe halt einige Bücher gelesen. Ja, so von Jordan Peterson und ein paar Bücher über finanzielle Freiheit und Bücher über halt einfach Persönlichkeitsentwicklung. Früher habe ich dann drüber gelacht. Ach, so Scheiße, das braucht man doch nicht. Jetzt labern alle darüber, das nervt mich so mittlerweile. Aber da habe ich gemerkt, nee, das ist schon gut, weil du dann für dich selber dann nachdenkst und reflektierst und dann halt deinen Weg dann doch findest. Gibt es bei dir irgendwelche, liest du gerne? Hast du irgendwelche Bücher, Podcasts, wo du sagst, wow, das hat mich auch so vom Mindset vielleicht ein bisschen nach vorne gebracht? Gelesen habe ich jetzt tatsächlich schon lange nicht mehr. Also in der Zeit nach dem Abi habe ich gerne so Psychologiebücher gelesen, weil ich mich damit auch eine Zeit lang echt viel beschäftigt habe. Auch so die Theorien von Sigmund Freud und sowas habe ich gelesen. Podcasts habe ich in letzter Zeit weniger gehört, aber eine Zeit lang auch jeden Tag. Vom Mindset her, ich habe immer eher so Info-Podcasts gehört, mehr als Mindset. Das Mindset habe ich wirklich, woher das kam, kann ich gar nicht genau sagen, aber da habe ich wirklich einfach angefangen, selber dran zu arbeiten, weil ich bei mir selber festgestellt habe, dass ich eine sehr negative Person war. Also ich habe alles immer sehr negativ gesehen und ich konnte mir meine Zukunft auch noch nicht so richtig vorstellen. Ich wusste nicht, okay, wo willst du in Zukunft hin? Was möchtest du machen? Und dann fühlt man sich natürlich auch einfach so ein bisschen lost in seinem Leben einfach. Und das habe ich halt selber wahrgenommen und habe dann aktiv versucht, das einfach zu ändern. Und das habe ich auch ganz gut geschafft. Aber ich hatte da jetzt nichts, was mich so richtig inspiriert hat dazu. Ja, das ist aber trotzdem, denke ich, sehr interessant, weil du einfach selber halt dich drum kümmern musst. Ob du jetzt ein Buch liest, aber es ist ja nicht, es geht ja nicht darum, dass du ein Buch liest oder dass du was Besonderes siehst, sondern es geht darum, dass du selber dich darum kümmerst halt, dass du die Zeit nimmst. Weil am Mindset zu arbeiten funktioniert ja nur, wenn du dir halt die Zeit dafür nimmst. Ja. Also das ist A und O. Und ich denke, das sage ich auch zum Beispiel zu manchen Athleten oder Kunden, sage ich auch so, hey,
Ich gebe dir dann so Aufgaben. So, komm, jetzt liest du, jetzt machst du ein Journal, jeden Tag 5 bis 10 Minuten. Und gebe ich dann den nahezu Aufgaben, weil das Ziel ist dann, dass du dir mal die Zeit für dich nimmst. Ja, weil das sehe ich halt das Problem heutzutage, haben wir halt hier die Handys, die Smartphones, Social Media, wir sind ständig abgelenkt und du nimmst nie mehr wirklich, wann nehmen wir uns denn mal wirklich mal 10 Minuten Zeit für uns, wo wir nicht abgelenkt sind, wo wir nicht Instagram, YouTube, WhatsApp oder was es alles gibt, ständig abgelenkt sind. Und dann kann man auch im Mindset arbeiten, weil man dann auch mal so in sich selber hineinhören kann. Wo will ich hin? Wie fühle ich mich gerade? Und so weiter. Und das, ja, dass man da halt, wie gesagt hast, du hast jetzt sofort negativ gedacht und jetzt bist du halt ein sehr positiver Mensch. Das hast du dir halt selber zu verdanken. Das ist auch, das ist die Macht ich sag mal, wie soll man das nennen? Die Macht, die man selber eigentlich hat die ganze Zeit. Ja, Ja. das ist halt einfach eine Mischung aus Willenskraft und auch Selbstreflexion, die Dinge zu sehen, die man selber vielleicht an sich ändern sollte, aber auf der anderen Seite auch die Dinge zu sehen, die man schon gut kann und darauf halt auch aufzubauen. Ja. Gibt es bei dir im Umfeld noch Menschen, die dich jetzt bei deinen Zielen unterstützen? Vielleicht kamen mir welche dazu mit der Zeit. Oder machst du jetzt außer mit deinem Coaching alles alleine? Also einmal habe ich meine Eltern, die ich über alles liebe, die mich über alles lieben. Die hatten natürlich in der Phase, wo ich so dünn war, auch keine einfache Zeit. Ich würde sagen, beide Seiten haben Fehler gemacht. Ist natürlich auch schwer für Eltern, so damit umzugehen, aber alles in allem, ich habe wirklich ein tolles Verhältnis zu denen. Also ich sehe sie nicht so oft, aber Kontakt ist immer da und ich weiß, dass die mich immer unterstützen, bei allem, was ich tue. Also von denen auf jeden Fall. Meine beste Freundin, die ich auch über alles liebe. Wir sehen uns auch nicht oft, beide sehr busy, aber auch mit ihr habe ich immer Kontakt, auch von ihr Support immer da. Genau, und dann durch den Sport hat man halt so ein bisschen Leute kennengelernt, da freue ich mich auch drauf, wenn ich noch mehr Leute kennenlerne, die einfach so das gleiche Mindset wie ich haben und genau so einen gleichen Lifestyle, da freue ich mich auch drauf. Aber da hat man natürlich auch ein paar Leute kennengelernt, ein Mädchen aus meinem Gym. Sie wohnt jetzt leider in der Schweiz, aber mit ihr verstehe ich mich auch super gut und sie möchte auch, also sie geht auch auf die Bühne, startet jetzt im Oktober oder November auch wieder. Und da fahre ich dann wahrscheinlich auch zu den Wettkämpfen mit. Also das ist auch so gegenseitiger Support. Also ja, ich habe auf jeden Fall Leute in meinem Leben, die mich unterstützen. Ich bin tatsächlich keine Person, die jetzt sich sehr oft mit den Leuten dann trifft. Also persönlicher Kontakt ist halt immer schwierig, wenn man so Ziele im Leben hat und sehr viel Zeit mit sich selber verbringt, Job, Sport, das alles und die andere Person auch eigene Ziele hat. Aber was ich wichtig finde, ist, dass man trotzdem irgendwie in meinem Kontakt bleibt und den Kontakt hält, weiß, was im Leben beim anderen abgeht. Und wenn man sich dann sieht, dann ist das natürlich umso schöner. Ja, das ist sehr schön. Ich denke auch, du wirst auch nie hunderte Leute haben, die dann mega eng mit dir sind, sondern es ist meistens so eine ganz, ganz, ganz kleine Anzahl, die wirklich dich kennen. Und Gott sei Dank gibt es auch, an der Stelle ist es auch wiederum gut, dass wir so Social Media haben, dann kriegst du mal ein bisschen was mit, was die anderen machen. Es war auch bei mir so, ich habe in den letzten Jahren, gerade auch über Instagram, wo Instagram so groß wurde, habe ich dann mit Leuten Kontakt aufnehmen können und auch dann später mit denen wirklich was Persönliches machen können, zum Beispiel Profi-Bodybuilder aus Amerika, Coaches, wo wir ein Seminar veranstaltet haben in Köln. Und das ist dann alles über Social Media entstanden. Und es gibt da das auch gute Dinge daran. Und ich finde auch, so ein kleines Support-Team zu haben, ist wichtig, eigentlich in jedem Bereich, weil Bodybuilding, glaube ich, wird von vielen immer noch so als Einzelsport gesehen. Klar musst du trainieren, essen, alles selber machen, aber dass du so ein bisschen Support hast und dich ein bisschen austauschen kannst auch. Das macht schon sehr viel aus. Also ich merke es auch bei mir im Team, wenn wir so Teamtreffen machen und so die Leute treffen sich, dann entstehen immer so Freundschaften, Grüppchen und dann hilft man sich gegenseitig. Weißt du, zum Beispiel jetzt, muss ich noch erzählen, meine eine Athletin, die hat jetzt bei der NPC ihr Debüt gegeben, die
Die hat aber kein Bikini gehabt, es war spontan. Also die hat andere Verbände gemacht. Und dann hat sie in der Gruppe geschrieben und die andere Athletin aus Österreich hat ihr dann ihr Bikini rüber Süß. ja, geschickt, versendet. Und dann konnte sie starten, hat sie auch gewonnen, ihre Klasse, war voll happy. Und das finde ich halt so cool, dass man sich halt so gegenseitig supporten kann. Also es ist kein Einzelsport, Bodybuilding oder ja, diese Wettkämpfe. Man muss halt die richtigen Leute um sich haben. Also klar. Wenn du jetzt Leute hast, die dich beneiden und so, dann ist es natürlich nicht gut. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass du da auch so ein bisschen deinen, ja, so in diese Family langsam reinkommst. Aber du wirst sehen, nächstes Jahr, wenn du dann startest, du wirst so viele Leute kennenlernen. Also du wirst so viele Bekanntschaften machen. So ging es mir auch. Und dann gehst du zu den Wettkämpfen, egal wo, und du erkennst immer irgendjemanden, den du von früher kennst. Das ist immer ganz cool. Ja, richtig schön. Mir hat die Folge richtig gut gefallen. Ich denke, du konntest sehr viel Mehrwert geben mit deiner Geschichte auch und finde ich auch sehr inspirierend. Ich bin mal gespannt, was du nächstes Jahr machen wirst. Wir werden es bestimmt mal bei irgendeiner Show sehen. Wirst du im Frühjahr starten? Was ist denn geplant? Frühjahr oder Herbst? Im Optimalfall im Frühjahr. Im Frühjahr, Also das, ja. lieber im Frühjahr, aber ich will jetzt nichts überstürzen. Also wenn es Herbst wird, ist auch in Ordnung. Die Bühne rennt ja nicht weg. Du bist ja noch jung und du wirst wahrscheinlich dann nächstes Jahr nicht mehr Junioren starten können, aber egal. Ja, also ich werde im Februar werde ich dann 23. Ach so, okay, dann bist du noch Junior. Ist man bis 24? Ich glaube, bis einschließlich 23 ist bei der NPC. Okay, ja, dann Ja, wäre ich noch Junior. dann bist du noch Junior, ja, ist auch nicht schlecht. Ja, sehr, sehr nice. Ja, jetzt zum Schluss noch eine Fun-Frage. Wenn du jetzt auf einer einsamen Insel wärst und du könntest nur drei Lebensmittel mit dir mitbringen für den Rest deines Lebens, was würdest du mitnehmen? Also ich würde auf jeden Fall Haferflocken mitnehmen, das ist mal klar. Das ist echt schwierig, ja. Ja. Ein gutes Proteinpulver. Und ich glaube Hähnchen. Hey, das ist ja eine krasse Kombination. Das stelle ich mir so vor, du isst dein Porridge und dann dein Hähnchen nebenher. So. Oder machst du das Hähnchen in den Porridge rein? Ich sag dir ehrlich, manchmal esse ich einfach so trockenes Hähnchen mit ein bisschen Salz und so zuckerfreiem Ketchup. Finde ich einfach geil. Gourmet. Aber das wird auch in der Prep irgendwann so sein. Du isst dann so ein Ei klar mit Leitsoße und du feierst das einfach übelst. Okay, sehr, sehr interessante Kombi. Geschmacksknospen schon ein bisschen abgestorben. Voll so funktional. Eiweiß, Ballaststoffe, Kohlenhydrate. Was wären denn drei Übungen, die du dein Leben lang machen würdest, wenn du nur drei Übungen aussuchen könntest? Welche wären das? Hip Thrust. Ich muss ja jetzt irgendwie so den ganzen Körper mit einbeziehen. Also dann würde ich Hip Thrusts nehmen. Lateral Raises, also Seitheben. Und Lat Pulldown, Lat ziehen. Ja, da ist so das Wichtigste, ne? Ja, gut, da würden beiden ein bisschen fehlen, aber ja, für die NPC, Po ist wichtiger. Ja, ich wusste jetzt irgendwie nicht, wo ich, also ja, aber so habe ich von allem ein bisschen was drin, weil bei Hip Thrust sind ja vielleicht auch ein bisschen die Beine mit dabei. Dann habe ich zumindest noch die Schultern und ein bisschen Rücken. Ja. Ja. Ja, also finde ich ganz gut, die Auswahl. Und was wären drei Supplements? Die drei, die du auf jeden Fall mitnehmen würdest. Also ich würde sagen, dadurch, dass eben die Fette bei meinen drei Lebensmitteln ein bisschen zu kurz gekommen sind, würde ich Omega-3 mitnehmen. Ein Multivitamin, weil die Vitamine haben auch ein bisschen gefehlt. Und Kreatin. Ja, das stimmt, das würde dann auch richtig Sinn machen sogar. Ja, du wirst, glaube ich, echt dann gut überleben auf der Insel und ein paar Gains machen. Sehr schön. Wo kann man dich denn finden? Wo kann man dich denn kontaktieren? Am besten auf Instagram.
Vielleicht kannst du das in die Ich packe das rein in die packen. Beschreibung. Ja, genau. Also am besten eigentlich auf Instagram. Auf TikTok kann man mir theoretisch auch schreiben. Ist der gleiche Name wie auf Instagram. Und ja, ich glaube, das ist auch so das, was schon die meisten abdeckt. Ist bei mir auch so. Ich mache zwar gerade eine Ja. Homepage, die immer noch nicht fertig ist, aber hoffentlich bald. Aber ja, da kontaktieren mich auch dann die meisten. Deswegen auch an der Stelle, liebe Zuhörer, die es bis jetzt hier geschafft haben, gebt uns gerne Feedback, weil ich würde gerne die Lilly nochmal einladen. Vielleicht wäre es interessant, nächstes Jahr dich einzuladen. Vielleicht, Ja. weiß nicht, mal gucken, in der Prep-Zeit oder danach. Können wir mal so ein bisschen schauen, wo du gerade bist. Wird auch wahrscheinlich viele interessieren, wie deine Reise weitergeht. Und ja, vielen Dank an der Stelle nochmal für deine Zeit und deinen Input. Und ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, wünschen euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.